Unter dem Motto der SK Rapid, ein Verein zum Anfassen, hat der Rekordmeister eine große Käfigtour gestartet. Dabei besuchen die Spieler der Kampfmannschaft mehrere Käfige in Wien, wie zum Beispiel diesen hier im Ionpark, im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Wir wollen bei den Kindern, bei den Jugendlichen sein, vielleicht auch das eine oder andere Talent entdecken und gleichzeitig die Jugendlichen zum Sport bringen. Und würde uns sehr freuen, wenn vielleicht auch der eine oder andere dann bei uns im Rapid-Stadion zu Gast ist. Unterstützt wird das Projekt durch die Kinder- und Jugendanwaltschaft, die regionalen Jugendzentren und die Young Caritas Käfig League. Die nächsten Termine im April sind Donnerstag, der 9. um 16 Uhr im Ordeltpark in Hütteldorf und dann Donnerstag, der 23. um 16 Uhr im Max-Winter-Park in der Leopoldstadt. Im Mai stehen außerdem zwei weitere Termine auf dem Programm, bevor die Käfigtour des Rekordmeisters nach der Sommerpause fortgesetzt wird.